Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu den deutschsprachigen Nachrichten aus Ungarn. Mein Name ist Aaron Schmidt. Die erste Corona-Impfstofflieferung könnte in den letzten Tagen dieses Monats in Ungarn eintreffen, kündigte der Ministerpräsident im Parlament an. Viktor Orbán erinnerte daran, gemäß dem Impfplan würden zuerst Mitarbeitende des Gesundheitswesens sowie Menschen mit einer Vorerkrankung geimpft werden, kostenlos und auf freiwilliger Basis. Der Premier betonte, Fragen rund um das Thema Impfstoff und Corona-Maßnahmen gehörten nicht zu politischen Angelegenheiten. Das Allerwichtigste für uns ist jetzt, dass Menschen in Ungarn so schnell wie möglich einen zuverlässigen Impfstoff erhalten. Es geht um Menschenleben und für uns zählt jedes Einzelne. Wir haben bereits mit allen seriösen Herstellern Verträge über Impfstofflieferungen abgeschlossen und tun unser Bestes, damit künftig alle Menschen in Ungarn einen schnellen, gerechten und verlässlichen Zugang zur Corona-Impfung haben. Die Ergebnisse der gezielten landesweiten Corona-Massentests zeigen einen minimalen Rückgang in der Infektionsrate, berichtete der für territoriale Verwaltung verantwortliche Staatssekretär in der Pressestunde des Krisenstabs. István György sagte, diesmal wurden Beamtinnen und Beamten der öffentlichen Verwaltung auf Corona getestet. Der Staatssekretär fügte hinzu, innerhalb der Berufsgruppe soll die niedrigste Infektionsrate bei Mitarbeitern der Bürgerämter geben. Immer mehr Läden hielten sich an die Corona-Regeln, berichtete der stellvertretende Leiter des Krisenstabs Bereitschaftsdienstes über die am Wochenende durchgeführten Kontrollen. Robert Kisch sagte, am Sonntag schlossen die Beamten ein Lebensmittelgeschäft wegen der Verstöße gegen die Corona-Verordnung. Damit stieg die Gesamtzahl der wegen Corona-Verstößen ausgestellten Anzeigen auf knapp 100. Der deutsche Autobauer Daimler erweitert sein Werk in Ungarn. In Kecskemét sollen künftig reine Elektromodelle vom Band laufen, kündigte der ungarische Minister für Außenwirtschaft und Auswärtige Angelegenheiten an. Peter Szijjártó betonte, einer der größten und bedeutendsten Hersteller in der Automobilindustrie hatte sich bei der umfangreichen Hightech-Investition für Ungarn entschieden. Diese beläuft sich auf 141 Millionen Euro, wobei die ungarische Regierung mit über 42 Millionen Euro zur Investition beiträgt. Laut Szijjártó sollen damit künftig über 4.400 Jobs erhalten bleiben. Das waren die Nachrichten aus Ungarn. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Auf Wiedersehen.